Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deiner Tarotkartenlegung für die 22. Kalenderwoche. Der Woche, die am 27. Mai beginnt und bis zum 2. Juni geht. Wir haben in dieser Woche abnehmenden Mond. Und so könnte es für uns alle eine etwas entspanntere Woche werden. Aber liebe Jungfrau, wir wollen uns ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal. Okay. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und wir wollen uns zusammen die Woche von Jungfrau ansehen. Und dir ist es wahrscheinlich aufgefallen, dass meine Thumbnails ein neues Design haben. Für diejenigen, die schon länger auf meinem Kanal sind, es ist eigentlich das alte Design, ne? Es lehnt sich an den alten Design an. Und ja, ich habe jetzt gedacht, ich fühle mich damit wohler. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Und wenn du magst, kannst du gerne in den Kommentaren schreiben, was deine Meinung dazu ist. Okay, was haben wir hier? Ich bin schon sehr gespannt, liebe Jungfrau. Und hier haben wir den Narren. Und der Narr ist eigentlich eine Energie, die letzte Woche sehr stark gewirkt hat. Und vielleicht kommen die Konsequenzen von den Narren erst jetzt so richtig bei dir an. Ja, der Narr ist wie ein Neuanfang, ne? Und ich hatte irgendwie den Eindruck, gerade in der letzten Woche, dass es vielen so ging. Und das wirkt dann ja auch in der Interaktion, ne, auf alle ein wenig. Und vielleicht wird dir dieser Neuanfang, dass sich etwas verändert hat, erst jetzt richtig bewusst oder kommt so richtig jetzt erst bei dir an. Der Narr ist nämlich eben ein neuer Anfang in deinem Leben. Und dass hier eine Situation oder ein Aspekt deines Lebens nochmal neu beginnt. Durch diesen Neubeginn, durch diesen Neustart können auch ganz viele kreative Energien freigesetzt werden. Und ich möchte dir empfehlen, deiner Neugier freien Lauf zu lassen und einfach etwas Neues auszuprobieren. Für manche könnte der Narr aber auch bedeuten, also normalerweise ist es Luftenergie, es ist normalerweise recht heiter und ja, kreativ, aber manchmal eben auch etwas chaotisch. Und für manche von euch könnte das ein Hinweis sein, dass ein Lebensbereich etwas im Chaos erscheint. Aber in Wahrheit baut sich hier einfach etwas von null neu auf und hat viel Potenzial zu einer neueren, besser funktionierenden Ordnung zu kommen. Deswegen solltet ihr diese Zeit nutzen, um eben neue Impulse in euer Leben zu bringen, in den Bereichen, wo ihr das auch wünscht. Ja, wir schauen mal, liebe Jungfrau, was wir hier sonst noch so haben. Ja, das Chaos. Ja, das Chaos ist hier natürlich das kommunikative Chaos vor allem. Ich hatte ja schon gemeint, ne, in eurer Umgebung gibt es sowieso auch schon viele Neubeginne. Und das bedeutet einfach, alle sind so ein bisschen ungeordnet, alle wissen vielleicht nicht genau, oder viele, ne, alles so ein bisschen allgemein gesagt, aber viele wissen vielleicht selber noch nicht genau, wohin diese neue Situation führt und sind selber vielleicht ein bisschen unstrukturiert und ungeordnet und ihr bekommt das halt mit, ne, vielleicht werdet ihr viel um Hilfe gefragt, ne, werdet viel einbezogen, vielleicht habt ihr hier viel Stress auf der Arbeit. Die Acht der Schwerter sind so ein chaotisches Umfeld um euch herum, was euch manchmal so einen Strich durch die Rechnung machen kann. Ne? Dann könnte man manche Pläne nicht ganz so umsetzen, wie man es gedacht hatte. Zum Beispiel verpasst man, also vielleicht kommt eine Bahn zu spät, ne? Oder man wartet auf jemanden, der einen zuarbeitet oder jemand sagt ein Treffen ab. Das sind alles Situationen, die bei der Energie der Acht Schwerter vorkommen können.
Und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr euch bewusst macht, dass dieses Störfeld eigentlich mit euch persönlich gar nichts zu tun hat, sondern dass dieses Störfeld resultiert aus dem Problem von anderen Menschen. Und so kann man vielleicht dann irgendwie, ja, dann vielleicht ein bisschen gelassener damit umgehen. Manchmal muss man einfach hier durch diese Energie durch und versuchen, sich auf das, was man selber in der Hand hat, zu konzentrieren und sich auch vielleicht ein bisschen abgrenzen von den Energien von anderen Menschen. Hier könnte es auch sein, dass sich jemand in eure Angelegenheiten einmischt, auch wenn dieser Mensch es gut meint, ne, ist das hier eine Situation, die euch nicht besonders hilft? Oder ihr bekommt vielleicht auch Gerüchte mit oder Falschaussagen, Fehlinformationen, falsche Annahmen, falsche Einschätzungen, die euch selber persönlich irritieren könnten, aber ihr habt die Macht zu sagen, was ihr annehmt und was nicht, ne? Und hier ist es wichtig, sich so auch so ein bisschen abzugrenzen. Ihr fühlt euch nicht so ganz wohl in diesem Neuanfang. Das sehe ich hier schon auch an den Fünf der Schwerter. Und ihr nehmt alles auch sehr ernst, so grundsätzlich, ne? So als Jungfrau-Mensch nimmt man alles sehr ernst, ist auch sehr kritisch mit sich selbst und seiner Umgebung. Und das kann eine große Stärke sein. In dieser Angelegenheit kann das allerdings auch ein wenig negativ wirken, insofern, dass ihr euch selbst demotivieren könntet. Ja, dadurch, dass alles um euch herum chaotisch ist, könnte es sehr gut sein, dass ihr an euren eigenen Plänen, an euren eigenen Absichten zweifelt, ne? Oder an den Erfolg einer Beziehung. Man muss auch bedenken, dass die Acht der Schwerter und dieser Narr nur ein temporärer Moment sind, ne? Zum Beispiel könntet ihr jetzt auch das Gefühl haben, meine Partnerschaft ist gerade, der andere Mensch in meiner Partnerschaft ist gerade zu sehr im Chaos. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm ein Leben aufbauen soll. Ich weiß nicht, wohin das führen soll. Auch das kann nur temporär sein. Und in ein, zwei Wochen wirkt dieser Mensch vielleicht schon viel, viel strukturierter. Und ihr solltet hier nicht zu schnell darüber urteilen, ne? Oder zu schnell eure Beziehung in Zweifel stellen. Und auch euch selbst vor allem auch nicht zu schnell in Zweifel stellen, ne? Es könnte hier wirklich sein, dass diese Einflüsse negativ wirken, aber das wird verblassen, ne? Das wird verblassen und hier wird Ruhe und Ordnung reinkommen. Der Mond. In der letzten Woche, in der letzten Zeit, hast du einen ganz, ganz mutigen Schritt nach vorne gemacht, ne? Du hast etwas Mutiges getan. Das könnte ein wichtiges Treffen gewesen sein, vor dem du auch im Vorfeld, bei dem du sehr, im Vorfeld sehr nervös warst. Oder ein wichtiges Meeting, eine Präsentation. In der Liebe kann es auch sein, dass du hier einen gewissen nächsten Schritt eingegangen bist, deine Gefühle offenbart hast. Vielleicht hast du auch jemanden zur Rede gestellt und jemanden offen gezeigt, was du gefühlt hast. Diese Erfahrung hatte etwas mit deinen tiefsten Ängsten zu tun und du hast sie überwunden. Auf diese Weise hast du auch etwas Neues in dein Leben erfahren. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du in dieser ganz neuen Situation bist, in der du jetzt bist. Denn hier betritt man beim Mond neues Terrain, neues Gebiet und es ist ein Neuanfang in gewisser Hinsicht, ne? Eine neue Erfahrung und vielleicht hast du dir zunächst erstmal mehr davon versprochen, ne? Vielleicht fühlt sich das jetzt alles viel ungewohnter an, als du dachtest. Und jetzt kommst du sehr, sehr stark in Zweifeln. Wie schon gesagt, du solltest nicht vorschnell urteilen, sondern erstmal die ganze Angelegenheit zur Ruhe kommen lassen, ne? Und mit einer gewissen Offenheit an das Thema herangehen und erstmal beobachten, wie sich die ganze Angelegenheit entwickelt. Entwickeln wird auch, ne? Es geht hier auch darum, an die Zukunft zu glauben und nicht allein den Ist-Zustand hinzunehmen, zu akzeptieren und ihn als statisch gegeben zu akzeptieren, ne? Sondern natürlich ist jeder in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Dinge verändern sich und alles, ja, alles ist im Wandel. Und
Es ist vielleicht einfach zu früh, um hier diese Angelegenheit endgültig zu bewerten. Ah ja, das ist schön mit den Lebenden. Sehr schön, dass diese Energie dir auch so stark bewusst ist. Nämlich so grundsätzlich fühlst du dich sehr, sehr verbunden mit deinen Mitmenschen und spürst schon trotz etwaiger Differenzen, Schwierigkeiten, die gerade präsent sind, dass ihr emotional doch sehr, sehr stark verbunden seid. Ne? Du fühlst dich doch irgendwie richtig unter den Menschen in deiner Umgebung, in deiner Partnerschaft, in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis. Vielleicht bezieht sich das hier auch auf dein Arbeitskollegium. Ja, ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass du hier sehr mutig warst und etwas in Richtung deiner wahren Bedürfnisse unternommen hast, ne? Etwas, was wirklich so offenbart hatte, dir auch persönlich, was du wirklich möchtest. Und du bist grundsätzlich immer noch überzeugt davon. Du hättest nur nicht gedacht, dass die Schwierigkeiten so groß sind um dich herum. Aber grundsätzlich fühlst du von deinem Herzen her, dass das alles richtig ist, ne? Dass du das wirklich willst, dass du am richtigen Ort bist, ne? Dass du das Richtige getan hast, dass du bei den richtigen Menschen bist, auch wenn dieser Mensch vielleicht aktuell Schwierigkeiten hat. Dieser Mensch scheint, also das könnte nur temporär sein und es scheint mir so, als würde alles in Ordnung kommen mit der Zeit, ne? Ja, die Liebenden stehen auch für eine Herzensentscheidung, auch für eine Versöhnung, dass man sich auf jeden Fall stark verbunden fühlt mit sich und seiner Umgebung. Und dass man einfach Liebe wahrnimmt. Und das ist schön. Ja, schau mal hier, der Magier kommt rein. Und das ist ein aufbauender Prozess. Ne? Nämlich der Magier ist die nullte Karte. Und der Narr natürlich. Ne? Der Narr ist die nullte Karte. Und der Magier ist die Eins. Ne? Es kommt hier also von 0 auf 1. Aber es ist eine langsame Entwicklung. Der Vorteil an langsamen Entwicklungen ist, dass sie lange gehen. Und das ist eben das Gute, ein lang andauernder aufbauender Prozess. Und schau mal, der Magier schenkt dir die Macht, vieles so zu strukturieren, wie du es am besten empfindest, ne? Nach deinem eigenen Kopf zu strukturieren. Das ist eben der Vorteil, wenn um dich herum Chaos ist. So kann man halt alles von null aufbauen. Und du wirst im Laufe der Woche und auch die nächsten Wochen immer mehr feststellen, wie viel in deiner eigenen Hand, in deiner eigenen Macht liegt und wirst in der Lage sein, deine Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen. Deswegen ist es jetzt vielleicht an der Zeit, sich einem Brainstorming zu widmen und dann so nach und nach alles so zu organisieren, zu gestalten, wie du es für das Richtige hältst, ne? Ja, der Magier schenkt dir auch Zuversicht, Optimismus, Dynamik. Und du wirst bei der Realisierung deiner Vorstellungen sehr souverän wirken, ne? Sehr faszinierend auch auf andere wirken und so andere gut von deinen Ideen überzeugen können. Ja, vielleicht gilt das hier einer Gruppe von Menschen, vielleicht auch innerhalb deiner Partnerschaft, ne? Vielleicht wirst du diesen Menschen wirklich, also wenn es hier um eine Partnerschaft geht, was sehr gut sein könnte, wirklich so in die Richtung inspirieren, dass dieser Mensch sein Leben besser organisieren lernt. Und ja, jeder Mensch hat Fehler, aber Fehler lassen sich auch, also man kann seinen Fehlern entgegenwirken und hier eine Lösung für sich finden. Menschen entwickeln sich. Und ich glaube, hier hast du es mit einem Menschen zu tun, der sich entwickeln sollte, ne? Also dieser Mensch ist schon etwas im Chaos und du fragst dich vielleicht so, ja, wird das denn überhaupt etwas, ne? Aber du kannst hier viel positiv einwirken, definitiv. Dieser Mensch ist von dir fasziniert, wird auf dich hören, wird sich von dir inspirieren lassen. Und wo immer du dann den nächsten 2 Wochen eine Chance zum Interagieren siehst, solltest du die Möglichkeit nutzen und die Initiative ergreifen.
Das ist dieses Gefühl, die Hohepriesterin, was, das ist aber auch interessant, schau mal, ne? 0, 1, 2. Auch schön. Auch schön. Die 2, die Hohepriesterin, ist auch eine interessante Karte, von der, dieser Energie habe ich hier schon ein wenig geredet. Es geht darum, mit einer offenen Bereitschaft auf die Dinge zuzugehen und nicht zu viel von den Gedanken vom Verstand her vorwegnehmen zu müssen. Es geht darum, sich mit einer offenen Bereitschaft, sich auf das Neue, auf diese neuen Umstände in dein Leben einzulassen und erstmal, ja, aus der Beobachterperspektive zu schauen, wohin das alles führen wird. Die Hohepriesterin möchte dich auch dahingehend inspirieren, deinen Emotionen, deinen inneren Gespür, deiner inneren Stimme zu vertrauen und darin auch zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird, ne? Denn du bist ja auch vom Herzen her überzeugt, dass das hier alles schon seine Richtigkeit hat, ne? Der Verstand, hier sind Luftenergien, ne? Der Verstand, die Gedanken könnten dir etwas anderes suggerieren, aber irgendwie so vom Herzen her spürst du schon, dass diese ganze Entwicklung zu etwas Schönem führen kann. Falls du deine innere Stimme befragst und irgendwie das Gefühl hast, das ist hier nicht stimmig, ne, oder ein Aspekt, solltest du diesen auch nachgehen. Ne? Es geht hier bei der Hohepriesterin auch manchmal darum, ein Geheimnis aufzudecken, etwas zu erspüren, etwas auf den Grund zu kommen. Aber grundsätzlich denke ich, es geht mehr in die andere Richtung, ne? Ja, eine wirklich schöne Energie hier. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Königin der Schwerter. Was mir halt eben gerade noch aufgefallen ist, dass es womöglich jetzt gerade sehr wichtig ist, dass du auch nicht zu voreilig in die Prozesse eingreifst, ne? Der Magier ist erst gerade dabei, anzufangen zu wirken. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wirst du aus deinem Gefühl heraus die Notwendigkeit verspüren, hier einzugreifen. Aber zunächst musst du gar nichts machen, ne? Außer die Angelegenheit mit einer emotionalen Offenheit zu beobachten und zu schauen, sehr aufmerksam. Und liebevoll auch, wie es sich entwickelt. Hier die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist eine Person im Element Luft. Es könnte sich hier um eine andere Person in deinem Leben handeln. Oder diese Energie, liebe Jungfrau, verweist auf dich selbst, auch wenn du kein Luftzeichen bist. Die Königin der Schwerter ist eine gereifte Persönlichkeit, kann auch eine männliche Person sein. Wir sind im Bereich der Luft, also Wassermann, Waage, Zwilling könnte sehr gut sein, aber du hast hier auch sehr viel Luft, ne? Hier die Liebenden auch. Also diese Luftenergie hat schon auch viel gerade aktuell in dieser Woche mit dir selbst zu tun. Die Königin der Schwerter ist eben diese gereifte Persönlichkeit, die bereits viel Erfahrungen gesammelt hat. Eine Person, die sehr gerechte, faire Urteile fällt. Eine Person, die nach Freiheit und Unabhängigkeit strebt, besonders wenn es um die Gedanken geht. Eine Person mit hohen Idealen, einem großen Vorstellungsvermögen, mit einem kühlen Verstand. Ja, und eben dieser mentalen Klarheit, ne? Könnte sehr gut sein, dass diese Energie sich auf dich bezieht und dann geht es dir in dieser Woche viel darum, selbst zu so einer Person mehr zu werden. Oder du hast es mit so einer Person in deiner Umgebung zu tun. Und diese Person wäre sehr, sehr wichtig für dich persönlich, ne? Also diese Person motiviert dich, diese Person ist ein wichtiger Antrieb in deinem Leben. Für diese Person, ja, stehst du in dieser Woche ein, ne? Vielleicht auch dauerhaft natürlich, ne? Also sowas vergeht ja nicht einfach so. Ja, eine sehr wichtige Person und wir schauen mal, wie es der Königin der Schwerter geht,
was diese Person denkt. Die Person möchte etwas verändern, möchte sich befreien, möchte etwas ganz anders machen. Man sieht bei dieser Person den Wunsch nach einer 180-Grad-Wendung. Ne? Diese Person könnte wirklich ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen, möchte eine Veränderung hin in Richtung Unabhängigkeit und Freiheit. Das könnte bedeuten, dass diese Person ihren Beruf wechseln möchte oder ihre Tätigkeit oder einen Wohnortswechsel. Es könnte auch bedeuten, dass diese Person ihr Leben anders gestalten möchte, etwas einfach anders machen möchte, andere Hobbys verfolgen möchte oder andere, ja, sich von einigen alten Gewohnheiten befreien möchte. Ne? Also diese Person bekommt gerade aktuell sehr wichtige Einblicke, Erkenntnisse darüber, was verändert werden muss. Und sobald dieser Person das klar ist, kann diese Person gar nicht anders, als das zu verändern. Ne? Es könnte hier wirklich diese Person sein, die in deinem Leben etwas im Chaos ist. Ne? Aber du siehst ja, es führt zu etwas. Ne? Es wird sich verbessern. Ja, und schau mal, hier raus wird der Magier resultieren. Und ihr kommt dann gemeinsam in diese Energie, die ich hier beschrieben hatte. Ne? Diese Person hilft dir dann letztendlich, in diese Energie zu kommen. Natürlich, die Königin der Schwerter könnte sich auch gut auf dich beziehen. Vielleicht bist du auch die Person, die doch recht viel Chaos hat, ne? Und daran zweifelt, dieses Chaos jemals ordnen zu können. Aber da sehe ich bei dir, liebe Jungfrau, einen Akt der Selbstliebe, ne? Der Selbstachtung, dass du hier ganz aus der Liebe heraus ein Interesse daran hast, dein Leben positiv zu verändern und zu gestalten, und das wird dir gelingen. Das wird dir gelingen, und ich wünsche dir, ja, dass du das zusammen mit dieser Person auch tun kannst und wirst. Ne? Das ist so ein bisschen, je nachdem, deine soziale Umgebung. Der Eremit, du wirst sehr zurückgezogen sein in dieser Woche. Du wirst auch nicht noch mehr Einflüsse vom Außen gut abkönnen. Du brauchst Zeit für dich, du brauchst Zeit der Ruhe. Du denkst hier viel über dein Leben nach, setzt deinen Fokus auf deine Interessen und möchtest dein Leben vernünftig und strukturiert gestalten. Du bist auch bereit für ein höheres Ziel, auf etwas zu verzichten, möchtest disziplinierter werden, möchtest ein bescheidenes, aber wertvolles Leben, ne? Also dass es an Wert gewinnt, möchtest nicht dich von Emotionen zu stark leiten lassen, von Bequemlichkeiten, von schönen Annehmlichkeiten, von glitzernden Schein, sondern du suchst nach den echten. Ja, und das wirkt sich auch auf deine soziale Umgebung aus. Es könnte sein, dass du dich sozial wirklich nur auf die Freunde, Beziehungen, Verbindungen konzentrierst, die eben sehr ernst sind, ne? Die dir besonders viel bedeuten oder ja, die sehr ernst sind. Hier ist eine Fliege, ne? Ja, das passiert in dieser Jahreszeit häufiger, ne? Aber ich hoffe, das irritiert jetzt nicht zu sehr in der Legung. Mich hat das gerade ein bisschen abgelenkt, aber gut. Ja, der Eremit. Du brauchst ein bisschen Zeit der Erholung, ne? Vielleicht hilft es dir auch, Spaziergänge in der Natur zu machen oder dir eine kleine Auszeit zu genehmigen oder auch zu meditieren, ne? Ja, du setzt auf eine langfristige Entwicklung und du möchtest hier wirklich etwas zum Erblühen bringen, was dir sehr wichtig ist. Und dafür bist du auch bereit, einiges zu tun.
auch da neu dazu zu lernen, auch dich etwas neuen, einem neuen Themengebiet zu widmen, falls es notwendig ist, oder eben dem anderen oder den anderen Menschen genau zuzuhören, auch von diesen Menschen zu lernen. Du möchtest, dass etwas funktioniert, ne? Dass etwas erblühen wird, aufblühen wird und mehr Stabilität dir schenkt und sich verdichtet einfach, ne? Dass etwas zum Erfolg kommt. Du möchtest, dass diese Angelegenheit erfolgreich wird, ne? Um was auch immer es konkret geht, ne? Das kann hier natürlich auch, es hat hier mit dem Mond zu tun, was du hier, und das hat eben wiederum damit zu tun, was deine Herzenswünsche waren, für die du eingestanden hattest. Und du möchtest, dass das Wirklichkeit wird, ne? Diesbezüglich ist jetzt noch nicht alles perfekt. Aber es wird, ne? Es wird. Ach, schau mal, zum Ende der Woche, das Ass der Kelche, ne? Zum Ende der Woche wirst du die Liebe auf neue Art und Weise erfahren und ein neues Gefühl wird sich in dir entfalten. Das kann die Selbstliebe sein, sogar sehr gut, ne? Denn das, was hier passiert, ist ein Akt der Selbstliebe. Trotz etwaiger Schwierigkeiten sagst du dir, ich bin es mir wert, dass ich das zum Erfolg führen möchte. Ich bin es mir wert, dass ich für meine Herzenswünsche, Herzensbedürfnisse mutig einstehe und ich bleibe diesbezüglich am Ball, weil es gut für mich ist. Dieses Ast der Kelche kann sich aber natürlich auch auf die Liebe zu anderen Menschen beziehen. Und die Selbstliebe ist ja immer verknüpft mit der Liebe zu anderen Menschen. Und so wird es auch so sein, dass du dich zum Beispiel in einer Beziehung eben für jemanden entscheidest und dies eben ein Akt deiner Selbstliebe ist, weil du weißt, auch wenn dieser Mensch aktuell Schwierigkeiten hatte, dieser Mensch tut dir einfach gut und zusammen werdet ihr das schaffen. Und du glaubst daran und du glaubst an diesen Menschen. Auch für diesen Menschen, aber auch für dich. Ne? Das wäre auch ein Akt der Selbstliebe, ein Akt der Liebe. Und dieses Gefühl wird sich entfalten zum Wochenende hin und dir neue Einblicke über die Liebe und das Gefühl der Liebe und wie Liebe sich vollzieht, schenken. Ne? Es kann auch, wenn ihr schon länger zusammen seid, ein vertiefendes Gefühl zueinander bedeuten, ne? Dass man sich plötzlich stärker noch miteinander verbunden fühlt. Vielleicht, weil ihr jetzt zusammen an diesem Punkt seid, wo die Probleme des anderen auch deine Probleme sind und andersrum. Ne? Das ist natürlich auch eine wunderschöne Erfahrung, ne? Die nicht so selbstverständlich ist und sich auch mit der Zeit erst entwickelt. Ja, das Ass der Kelche, falls du in keiner Beziehung bist, könnte das auch bedeuten, dass du jemand Neues kennenlernst, ne, zum Ende der Woche. Vielleicht probierst du hier wirklich etwas Neues aus. Vielleicht beginnst du ein neues Hobby oder probierst etwas ganz Neues aus. Etwas, was dir einfach sehr, sehr wichtig war, schon immer. Und du hattest jetzt den Mut, das dir einzugestehen, wie wichtig es dir ist. Und im Zuge dessen, dass du das ausprobierst, lernst du vielleicht eine neue Liebe kennen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Das könnte hier auch sehr gut sein, liebe Jungfrau. Was haben wir hier? Spiritualität und Machbarkeit. Ne? Du solltest zur Ruhe kommen. Du solltest dich auf die Dinge konzentrieren, die in deiner Hand liegen. Ich finde diese Karte unheimlich passend. Wirklich sehr, sehr passend. Es beschreibt hier die Hohepriesterin, es beschreibt den Eremiten und auch ein Stück weit, was auf dich zukommt als Magier. Und ich hoffe, dass du diesbezüglich deiner Zweifel, deiner Gedanken und den Schwierigkeiten, denen du begegnest, gelassen bleiben kannst und ja, kühlen Kopf bewahrst, liebe Jungfrau. So, im Allem finde ich es eine sehr, sehr schöne Legung und ich wünsche dir eine wunderbare Woche mit vielen tollen Erfahrungen und Eindrücken und Ereignissen natürlich auch. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.